Hallo ihr Lieben, ja, hinter dem fünften Türchen des magischen Adventskalenders verberge ich mich und ja, meine kleine Gabe für den Adventskalender ist nicht so groß und daher müsst ihr auch nicht so viel tun, außer einen Kommentar schreiben. Was genau, sage ich euch gleich. Erstmal möchte ich euch eine ganz schöne Adventszeit wünschen. Und dass ihr viel Zeit für eure Lieben frei habt und nicht so viel für die Schule oder Arbeit tun müsst. Und ja, dass ihr einfach zur Ruhe kommt und nicht in dem ganzen Stress erstickt. Denn jetzt ist ja auch wieder viel Einkaufsgehzeit wegen den Geschenken und so. Ja, das wünsche ich euch. Und ich zeige euch jetzt mal, was es bei mir gibt. Zum einen, ich fange glaube ich mit meinem Liebling mal an, könnt ihr bei mir diesen Nagellack gewinnen. Und das ist ein Nagellack, den ich auch bei meinen Lieblingen erwähnt habe. Also in meinem Nagellack-Lieblingsvideo, irgendwie sowas. Das ist der aus der Made with Love LE von Essence und das ist die Farbe 01 in Love. Das ist dieses wunderschöne Braun, was ich so gern mag, wo ich gesagt habe, das sieht so ähnlich aus wie die braunen M&Ms. Also von der Farbe her. Und ich finde das so schön und der Auftrag ist ganz toll und er stackt und ja, der Bommel wackelt die ganze Zeit. Ich hoffe, damit kann ich euch auch eine Freude machen, weil ich mag den wirklich sehr gerne. Und dann gibt es noch den anderen Nagellack aus dieser LE, der Love of My Life, die 03. Das ist der goldene und ich finde, das war zwar noch im Spätsommer oder so, glaube ich, oder im Herbst, als es den gab, aber der ist golden und ich finde, diese Farbe passt wunderbar zu Weihnachten. Das Rote darf euch jetzt nicht ablenken, das ist meine Kamera. Die blinkt immer, wenn sie aufnimmt. Und ja, der ist bei euch, glaube ich, auch ziemlich beliebt. Ich selbst habe ihn nicht, aber der ist wirklich sehr schön. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn selbst behalte. Aber nein, ihr kriegt ihn. Ja, dann habe ich noch zwei Eyeliner für euch. Auch aus der LE. Einmal den rosanen und einmal den goldenen. Ist auch einmal die Love of My Life, den goldenen, und Love hoch 2, der rosane. Die beiden gibt es auch noch. Die hatten so ein metallisches Finish. Wenn ich nochmal das Foto finde, wo ich das schon mal im Laden geswatcht hatte, dann blende ich euch das jetzt mal ein. Und wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich noch ein Lipgloss, auch aus der LE. Das ist dieses rosane. Und der ist ziemlich durchsichtig. Also man sieht ihn wahrscheinlich kaum, sehr dezent. Aber ich weiß, dass viele von euch eher so dezentere Sachen mögen, weil, gut, man kann auch im Alltag nichts Knalliges tragen. Also zumindest, man kann schon, aber die meisten tun es nicht. Deswegen habe ich hier nochmal den dezenten Lipgloss für euch. Auch die 02 Love hoch 2. Ja, das sind die ganzen Preise. Seht ihr sie nochmal alle? Insgesamt sind es 5 Stück. Und die kann einer von euch gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, das sage ich euch jetzt. Also was ihr tun müsst, ist erstmal zu schreiben, ich nehme teil. Denn einige wollen vielleicht nur einen Kommentar schreiben, ohne teilzunehmen. Und die teilnehmen möchten, schreiben bitte, ich nehme teil. Also ich blende euch mal hier ein, wie das geschrieben wird. Also ich denke, jeder weiß, wie es geschrieben wird, aber wie es aussehen soll. Und dann schreibt ihr mir, was euer Lieblingsweihnachtslied ist. Einfach nur euer Lieblingsweihnachtslied, der Name davon. Und wenn ihr möchtet, vielleicht haben einige von euch ja schon mal selbst irgendwas gedichtet oder ein Lied selbst, ja, geschrieben, das gibt es ja auch. Dann könnt ihr ja den kleinen Text, das darf natürlich nicht so lang sein, oder ihr müsst es über mehrere Kommentare machen, den Text davon einfach in das Kommentar schreiben. Ja, ihr dürft übrigens so viele Kommentare machen, wie ihr möchtet. Und ihr habt Zeit bis zum, weiß ich jetzt nicht, 10 Tage gebe ich euch. Ich weiß aber nicht, wie viel. Also das müsste dann der 15. sein, wenn heute der 5. ist. Oje, ich bin etwas verpeilt. Ich war die Tage etwas krank und deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen Matschendäppchen. Naja, auf jeden Fall, ich gebe euch 10 Tage. Das Datum blende ich euch jetzt noch ein.
Und die Regeln stehen nochmal in der Infobox. Und die sage ich jetzt nicht alle. Und bitte lest dann in der Infobox, welche Regeln ihr noch so befolgen müsst. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Mitmachen und auch bei den anderen, die ihren Adventskalender oder die am Adventskalender teilnehmen. Und ja, fröhliche Weihnachten. Tschüss.